Moin Leute, da bin ich wieder und wie ihr sehen könnt, ich bin nicht zu Hause. Ich sitze gerade in einem Hotel in Lüneburg. Das ist in der Nähe von Hamburg und ich bin ja gerade auf einer Schulung. Aber so viel dazu, warum ich jetzt mal nicht zu Hause bin. Und es geht heute um Game of Thrones und zwar ganz speziell um Prinz Joffrey Baratheon / Lannister / Sadist. Und ich möchte ganz kurz erklären, in meinen Augen jedenfalls, was ich für mich rausgefunden habe. Nachdem ich die erste Staffel wiederholt gesehen habe, ist mir was aufgefallen. Und zwar, natürlich ist er ein sadistischer Vollidiot, der gern Leute quält, ganz speziell Sansa. Die Frage ist doch im Prinzip, warum hat er es ganz besonders so auf sie abgesehen? Ja, warum hat er sie so immer wieder fertig machen müssen? Ich meine, er hätte ja wirklich jeden niedermachen können, mal abgesehen davon, dass er die Prostituierte Ross dann erschossen hat. Warum ganz speziell auf sie, auch an seiner Hochzeit, muss er auf ihr rumhacken? Wieso war das so? Und das Ganze hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar in der ersten Staffel konnten wir ja sehen, wie er mit Sansa spazieren war und dann gegen Arya gekämpft hat. Und am Ende wurde er von Aryas Wolf Nymeria gebissen. Und zwei Episoden später konnte man ihn im Gespräch mit seiner Mutter Cersei beobachten, wie er deutlich gemacht hat, dass er den Norden hasst, dass er sie verachtet. Sie müssten viel mehr besteuert werden, man müsste sie zu diesem und jenem zwingen. Also ja, seine königlichen Leistungen wurden schon so vorangekündigt, dass er da nicht unbedingt herausragend ist, weil er einfach keine Ahnung hat, wie man regiert. Cersei hat ihm natürlich erklärt, der Norden ist viel zu groß, viel zu weit, das kriegen wir nicht hin. Und doch muss er hier irgendwie mit seinen Gefühlen klarkommen und haushalten. Und ganz einfach, als König kann er doch wieder machen, was er will, gewissermaßen. Und dadurch, dass er eine der Starks in seiner Gewalt hatte, hat er sich gedacht, alles klar, warum nicht, die mache ich fertig. Es ist ein bisschen grobspurig jetzt von mir vielleicht erklärt, aber ich finde einfach mal, das muss nochmal in Erinnerung gerufen werden, warum er so besonders auf ihr, warum er so auf sie abgesehen hat. Denn es ist halt vielleicht nicht so deutlich geworden. Und genau das ist halt so ein Punkt, den ich jetzt immer wieder ansprechen möchte. Und zwar, ehrlich Leute, kauft euch die Staffeln und seht sie euch nochmal an. Das ist, da steckt so viel Detail dahinter in dieser ganzen Serie und das fällt einfach nicht auf. Im Ernst, das kriegt man nicht so mit. Wenn man es nur einmal sieht, dann, ich weiß nicht, bei einer Folge von 40 Minuten, man ist zwar aufmerksam, aber man übersieht so viele Kleinigkeiten. Deswegen tut euch selbst den Gefallen, guckt es euch nochmal an. Ich meine, die Serie lohnt sich ja prinzipiell und von daher einfach nochmal ansehen und genießt das alles. Wirklich von A bis Z, ich mag es jedenfalls. Hab das erste Buch inzwischen fertig, dazu kommt auch noch bald ein Video. Ansonsten hoffe, euch gefällt mal so ein kleines Info-Video. Ich hoffe, die Location stört euch nicht. Abonniert den Kanal, folgt mir auf Twitter, auf Facebook und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann.